Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Aufnahme hier bei Let's Play The Witcher. Genau, wir machen weiter und stehen hier, ja, vor irgendwas. Ich weiß gar nicht, wovor stehen wir denn hier? Genau, wir stehen vor der Gruft der Strieger oder der Striege. Hier sollen wir ja die Königstochter zum zweiten Mal mittlerweile vom Fluch der Striege befreien. Irgendjemand scheint diesen wieder, ja, ich sag mal, hervorgeholt zu haben. Und jetzt gucken wir mal, wen wir denn hier alles finden. Oh. Herr, habt ihr meinen Sohn gesehen? Er hat strohblondes Haar, Sommersprossen auf der Nase. Ein Kind von 12 Wintern. Nein, tut mir leid. Ich habe hier Feuer gemacht, damit er durch den Nebel findet. Oh, mein geliebter Sohn. Ich hoffe, ihr findet ihn. Ich suche die Striege, die hier irgendwo ihr Versteck hat. Herr, seht ihr die alte Kirche auf dem Hügel? Die Striege lebt in der Gruft. Nachts erwacht sie und streift durch die Gegend auf der Suche nach Blut. Sie lässt euch in Ruhe? Einmal hatte sie es auf mich abgesehen. Aber ich bin nicht weggerannt, denn ich hüte dieses Feuer, das meinen Sohn durch die Nacht führen soll. Das Ungeheuer zögerte und lief dann weiter. Seither meidet es mich. Interessant. Aber ich habe einmal gesehen, wie sie einen Mann erwischt hat. Es war grauenhaft. Erzählt mir davon. Als das Haus meiner Nachbarn von Elfen in Brand gesteckt wurde, bin ich aus der Stadt geflohen. Die wollten mich zur Armee einziehen. Zum Glück ist König Foltes zurück. Der legt diese Anderlinge wieder an die Kette. Richtig so. Wisst ihr, was ich meine? Ja, sehr merkwürdig, dass wir gerade von dem Typen hier zwei verschiedene Stimmen gehört haben. Weil jetzt gerade hatte er eine Stimme wie so ein kleiner Junge und da gerade im Video hatte er eben die Stimme von einem normalen alten Mann. Ich glaube, da sind so ein paar Synchronisationsfehler in das Spiel reingekommen. Und jetzt würde ich mal sagen, gucken wir mal hier. Da ist Velerath! Ach, gucke mal! Velerath! Seid gegrüßt, Geralt. Foltes bat mich, nach euren Fortschritten zu sehen. Vertrauen ist unerlässlich. Stimmt, aber dieses spezielle Ungeheuer ist seine Tochter. Warum seid ihr hier? Foltes weiß genau, dass jemand den Fluch erneuert hat. Er kann nicht glauben, dass Adda von allein zur Bestie wurde. In der Gruft könnten Beweise sein. Foltes bittet euch, den Sarkophag zu durchsuchen, in dem die Prinzessin schläft. Liefert alle Beweise ab, die ihr findet. Ich werde den Befehl des Königs befolgen. Und jetzt führt mich zur Prinzessin. Folgt mir. Haltet ihn auf! Ah ja, gut. Wie haltet ihn auf? Hä? Was ist los mit euch? Ich will euch helfen. So, Velerath geht in die Gruft und wir gehen hinterher.
Aber komisch, dass wir eigentlich wissen, dass sie da drin ist und er jetzt noch mitkommt. Hm, ich bin gespannt. Gruft der Strieger. Oder Striege. Keine Ahnung. Ah, schon mal ziemlich dunkel hier. Wir nehmen aber gleich erst die Tränke. Ich gucke jetzt erstmal. Noch geht's ja. Noch ist ja nicht so dunkel. Aber gut. Okay, damit hat sich das direkt schon mal... Wo ist denn jetzt der Typ? Wo ist der Heini? Schon ziemlich gruselig, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist der Sarkophag des Elfenminnesängers. Den brauchen wir ja auch noch. Ich speichere nochmal gerade. Und... Ach, was ist das denn hier? Ach so, weil ich hier wieder irgendeine Quest noch... Genau, auf der Karte verfolge. Verfolgen beenden. So. Ort bitte. Dann gehen wir erstmal... Nee, ich glaube, da geht's weiter, oder? Wir gehen jetzt erstmal... Ups, ja, rauf. So. Ah, ich glaube, wir nehmen dann jetzt doch mal eben diesen Katzentrank. Denn das ist mir ein bisschen zu dunkel. Sehr gut. Wer liegt hier? Ach, hier ist niemand. Vielleicht kämen jetzt hier eigentlich Erscheinungen, aber wir haben ja dieses Amulett an, deswegen können die uns ja nichts mehr. Die ollen Fette. Das ist ja schon mal ziemlich geil. Jetzt gehen wir erstmal hier lang. Korridor. Da ist der Sarkophag. Ah, das ist schon ziemlich cool, dass sie einen jetzt in Ruhe lassen. So, Aufzeichnung eines Elfenminnesängers. Die nehmen wir natürlich mit. Das hat 1000 Erfahrungspunkte gegeben. Habe ich so im Augenwinkel noch herfliegen sehen. Ziemlich geile Sache. Und da hinten ist auch noch ein Raum. Oh. Stein des Wanderers. Leichnam. Aha. Gelber Meteorit. Nehmen wir einfach mal mit. Ich denke mal nicht mehr, dass wir noch irgendwie einen Steinschmied, vor allem ein Schwert schmieden, natürlich. So, probieren wir das mal aus. Ja. Eins. Und dann vier. Und dann nehmen wir mal hier so ein Wässerchen. Und dann müssen wir jetzt nochmal die Eins nehmen. Na. Das klappt nicht. Ich muss eine andere Kombination ausprobieren. Ja, gut, dann klappt das eben nicht. Keine Ahnung, welche Kombination dann da verlangt wird. Bis wir die rausgefunden haben, ist schon jemand verstorben. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier links rum. Ich speichere aber nochmal. Das läuft zu glatt gerade. Ich will das Spiel jetzt eigentlich auch durchspielen in dieser Session. Dann könnte ich mit dem zweiten Teil nämlich morgen vielleicht schon anfangen. Da hätte ich eigentlich richtig Bock drauf. So, hier ist schon der... Gott, ey, das ist ja hier ein Raum nach dem anderen. Hier ist schon direkt der nächste Sarkophag und einfach gar keine Gegner. Das wundert mich. Ostrids Tagebuch. Wo ist denn jetzt bitte Velerat? Das wundert mich gerade. Der ist jetzt einfach weg, oder was? Der letzte Wunsch. Nehmen wir natürlich auch. Das Fett können wir mitnehmen. Hier so diese alchemistischen Zutaten sowieso. Ja, komm, nehmen wir das auch. Und Schneesturm nehmen wir auch mit. Sortieren das Ganze mal gerade. Am besten lesen wir uns mal eben die Sachen hier durch. Ich verfluche euch, Volltest, und hoffe, ihr schmort in der Hölle. Ich verfluche euch inzestuösen Taten. Was? Ich verfluche eure inzestuösen Taten. Was sind denn inzestuöse Taten? Naja gut. Eure Schwester Ada hat einen besseren verdient. Ich flehe das Schicksal an, auf das eurer Lüsternheit Kind so monströs sein möge wie ihr selbst. Wenn die Hexe die Wahrheit gesagt hat, werdet ihr meine Rache bald schmecken. Ich muss lediglich alle Zutaten vorbereiten und die Worte dreimal aussprechen. Manche sagen sogar, die Worte seien nicht erforderlich. Man muss nur hassen. Und mein Hass brennt wie Feuer. In Randnotizen steht etwas über diesen Fluch, als wolle jemand herausfinden, wie dieser Fluch zu erneuern ist. Ostrids Tagebuch. Ah ja, gut. Was haben wir noch? Der letzte Wunsch. Das Werk behandelt hauptsächlich Genien des Feuers, Ifrits genannt. Ach, Genien. Nicht Genien, Genien des Feuers. Gut, das Buch können wir wieder weglegen. Ifrits. Ah ja. Ifrits sind ja diese Feuerwesen, diese wirbelnden Viecher da.
Aber wo ist Velerat? Das wundert mich jetzt, dass der nicht mehr aufzufinden ist. Schon sehr merkwürdig. Ah, da hinten ist er. Hä? Bin gerade eben an dem vorbeigegangen? Ach da, der steht am Grufteingang. Das Tor ist verschlossen. Löst zuerst das Problem mit der Bestie. Ihr versteht doch, Sicherheitsmaßnahmen. Was? Das Tor ist verschlossen. Löst das Problem zuerst mit der Bestie? Na toll. Ja, wie soll ich denn... dann könnte es ja eigentlich nur dieses blöde Steinteil sein, oder? Huch. Quests. Rüstung geht ja nicht. Kalkstein, Kalkstein, da. In den Sümpfen traf ich auf einen seltsamen Mann. Trotz seiner Angst vor Ungeheuern wartet er Tag und Nacht auf die Rückkehr seines Sohnes. Er erzählte mir, dass die Striege des Nachts aus der Gruft unter der Kirche steige. Ich muss nach der Dämmerung hingehen und gegen sie kämpfen. Ich könnte auch versuchen, den Fluch aufzuheben, der auf ihr lastet. Dazu müsste ich bis Tagesanbruch bei den Sarkophag bleiben und irgendwie die Nacht überleben. Wie viel Uhr haben wir? 16 Uhr. Ja, gut. Beim Sarkophag bleiben, das wäre ja dann hier. Das hier ist ja der Sarkophag, nehme ich mal an. Das heißt also, wir müssen jetzt zur Dämmerung schalten und dann hier unten überleben, oder was? Probieren wir das mal aus, wa? Ah, hier ist direkt schon die Feuerstelle. Ich speichere lieber nochmal ab. Ach, das... Ja, egal. So. Haben wir neue Talente? Nein, haben wir nicht. Und dann bis zur Dämmerung. Machen wir das mal. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Also ich sehe jetzt erstmal niemanden. Wie lange hält noch unsere Sicht? 4 Stunden. So, hier ist der Sarkophag. Und hier sollen wir jetzt bleiben? Oder meinen die den anderen? Ne, das muss ja der hier sein. 19.30 Uhr. Ah ja. Ist hier irgendwo noch ein Gang, den wir nicht entdecken? Ist ja schon gruselig mit diesen Windgeräuschen jetzt gerade hier. Ist schon nice gemacht. Aber ich wüsste jetzt gerade nicht, was hier so schwer dran sein soll zu überleben. Ja, die haben es nicht geschafft, würde ich mal behaupten. Vielleicht müssen wir... Ach, das ist das Lagerfeuer. Ich wollte gerade sagen, was leuchtet denn da so? Also wirklich wohl fühle ich mich jetzt hier gerade nicht, aber es passiert ja nichts. Upsa. Steht da eigentlich noch da vorne? Ah, das waren nur Fledermäuse. Ja, der steht noch da vorne. Das Tor ist verschlossen. Löst du das Tor? Ja, ja. Gott, diese Geräusche hier die ganze Zeit. Das ist das einzig Gruselige. Aber ansonsten passiert hier ja gerade nicht wirklich viel. Wir haben jetzt 20 Uhr. Hier ist der Sarkophag. Also es klingt auch so, als wenn hier irgendwo die Striege rumlaufen würde. Aber das war's dann eigentlich auch schon. Hm. Die kriegt man nicht kaputt. Ist hier irgendwas? Hier ist auch ein Lagerfeuer. Tja, ob das irgendwas mit dem Stein zu tun hat? Aber wo könnte man die Kombination rausbekommen? Sehr mysteriös. Hm. Also hier passiert gar nichts. Aber töten will ich sie ja eigentlich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie die Nacht rumkriegen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich kann aber nochmal nachlesen.
stelle mich jetzt hier zu dem Sarkophag. So. Lesen wir nochmal gerade im Journal nach. Dazu müsste ich... Moment, ich muss nach der Dämmerung hingehen und gegen sie kämpfen. Ich könnte auch versuchen, den Fluch aufzuheben, der auf ihr lastet. Dazu müsste ich bis Tagesanbruch bei dem Sarkophag bleiben und irgendwie die Nacht überleben. Ich muss nach Einbruch der Nacht zur Gruft gehen und gegen die Striege kämpfen. Ja. Sagt mir jetzt irgendwie nicht viel. Als Folge von Ostrids Fluch kam Prinzessin Adda als Striege zur Welt. Der Magnat liebte die Schwester des Königs von und Addas Mutter, die ebenfalls Adda hieß. Als er von der inzestuösen Beziehung des Königs und seiner Schwester erfuhr, verfluchte Ostrid den König und beschrieb seinen Turm in seinem Tagebuch. Wer immer auch dieses Tagebuch besitzen mag, er kann den Fluch erneuern und Adda wieder in eine Striege verwandeln. Aber wir haben doch jetzt das Tagebuch, oder? Oder nicht?